Hallo und herzlich willkommen hier zu Trüberflug. Ja, hier bin ich wieder. Es geht wieder weiter. Ja, in dem Spiel, wo man so manchmal auch mal ein bisschen festhängt. Ne? Ja, ich bin ja da schon zwei, dreimal oder ja, eigentlich weiß ich es zweimal. Aber wir finden immer wieder eine Lösung und wenn ich es irgendwo googeln muss. Aber ja, rausfinden selber ist natürlich immer das Beste. Was hier mal so runterfliegt, das sieht aus wie Ahornflieger, Lea. Hm? So diese kleinen Dinger, ja, da die kleinen Propeller, ne? Ja. Gut, wir haben das Boot hier fachmännisch repariert. Ob das jetzt natürlich auch gut ist, weiß ich noch nicht. So, was waren jetzt noch? Wollten wir noch irgendwas gucken? Aber wir können ja hier jederzeit zurückkommen. Und wir haben jetzt auch die Schnellreisefunktion. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Ist schon wieder ein paar Tage her. Seit der letzten Aufnahme, ja. So, warte mal. Ach, das sagt er, glaube ich, zu kalt, oder was? Viel zu eisig zum... Ja, okay, zu eisig, das stimmt. Momentan ist es echt eisig. Dann gehen wir jetzt mal ans Boot hier und der haben wir ja schon geredet nochmal. So, und Hopf. Ahoi. Hopf rein. Platsch, 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 ja. Und jetzt? Ach, schade, die Überfahrt sieht man nicht. Die Gelder um Trüberbrook machen dem Namen dieser Ortschaft alle Ehre. Ja. Ich habe selten eine solch düstere und grauenerregende Landschaft erblickt. Zudem breitet sich ein grünliches Schimmern in den Bruchwäldern aus. Interessant. Ein Schimmern? Okay, ich habe mir gedacht hier, der Kamerad hier. Und ich sehe gerade, ist ein Skelett hier. Ich habe gedacht, der wäre festgeeist oder was. Keine Ahnung. Ja, das Gebiet hier, das sieht mehr so richtig unheimlich aus, wie ein Sumpf oder was. Hier ist ein Schild. Und schade, dass wir jetzt die Überfahrt nicht gesehen haben. Das wäre... Also so kleine Cutscenes wären schon mal ganz nett hier, ne? Da, die müssen ja nicht ständig kommen, einmal reicht dann. Hier ist auch noch ein Skelett hier, das ist ja nicht sehr vertrauenserweckend hier. Hier ist noch ein Schild. Ja, und was können wir hier beobachten? Na, wir gucken uns mal so ein bisschen um hier, also. Das Boot auf jeden Fall hat gehalten hier. Und eigentlich, er hat ja nur auf der einen Seite ein Schaufelrad hingebaut. Normalerweise hätte das Ding ja die ganze Zeit so im Kreis fahren müssen dann, ne? Weil man hätte halt voll einlenken müssen, damit es in die eine Richtung nur fährt oder so. Gut, was steht da? Ich kann es nicht richtig lesen. Traps oder Treasure? Steht da Treasure? Ich weiß es nicht. Er wird es uns gleich sagen. Betreten strengstens verboten. Ach so. Sensationsfund. Gezeichnet Paläontologische Gesellschaft Trüberbrook. Okay, das kann ich auf dem Schild so nicht lesen, also naja gut. Ja, wahrscheinlich das, aber wir haben es doch schon betreten, also das Schild müsste dann hier vorne schon, bevor man überhaupt anlegt, stehen, oder? Weil das ist doch wahrscheinlich der Fund, oder? Ein Theropode, König der Saurier. Boah, da käme ich nicht aus. Vor über 70 Millionen Jahren, kann man sich nicht vorstellen. Theropode, das wäre doch uns für die Dings da. Die uns hier verraten hat, hier interessant gewesen. Ja, nee, also ist ja vom Tisch. So, da können wir wahrscheinlich noch einen Eintrag machen. Machen wir mal. Beverly, ich stehe vor dem legendären Trüberbrooker Exemplar. Aus der Nähe betrachtet überrascht es mich nicht, dass der Aberglaube von einem Seeungeheuer in dieser Gegend so verbreitet ist. Okay. So, was habe ich bekommen? The Lonesome Foghorn Blows. Ja, wahrscheinlich hat wieder genügend Aufnahmen gemacht hier wieder mal. So, 25. Es könnte schon sein, haben wir 25 Aufnahmen im Spiel gemacht. Werden mitgezählt hier. Ich auf jeden Fall nicht. Da war noch eine Option. Wir können wieder die Krähen ranpfeifen. Machen wir mal, ja. So, ja, kra, kra, kra. Was? Hrban? Das war jetzt die neue Errungenschaft, wahrscheinlich, weil ich jetzt immer mit der Pfeife ja gepfiffen habe. Ja, weil das sieht man ja am Logo. Wir könnten wahrscheinlich die Gummistiefel ausziehen, so wie das ausschaut. So, was ist das hier? Wie Großmutter immer gesagt hat, hast du dich im Moor verlaufen? Irgendwas mit Weg? Hm? Oh je, wie ging das noch? Ja, keine Ahnung. Da bist du vom Weg abgekommen, wenn du dich im Moor verirrt hast. Keine Ahnung. Was können wir da noch? Wir können... wieso sollte ich den Tonnendeckel hier benutzen? Ach, wir machen einfach mal. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Ja, ich weiß gar nicht, was du vorhast mit dem Tonnendeckel. Von daher, da liegen noch Pilze rum.
Und dann schauen wir uns mal den, der hier verhungert ist, an. Armer Kerl. Einfach stecken geblieben. Ja, reden. Verzeihung? Ja, blub, blub, blub. Ja, das ist unutopisch hier. So, wir können eine Aufnahme machen. Beverly, ich habe mich mit einem Tretboot vom Bootsverleih bis in eine urige Sumpflandschaft vorgewagt. Hier begegnete ich der sterblichen Hülle eines verirrten Wandersmanns. Ob er einem Irrwisch gefolgt oder dem Huckauf, einem Ungeheuer aus der hiesigen Mythologie, zum Opfer gefallen ist, bleibt zunächst ein Rätsel. Ich kann nur hoffen, dass mir nicht dasselbe Schicksal zuteil wird. Ein uriger Sumpf, na, so urig finde ich das dann nicht, wenn ich hier Tote finde und so weiter. Ich rede, warte mal, die Reden ging ja nicht antippen vielleicht. Mal schauen, ob er etwas bei sich hat. Natürlich nur, um zur Klärung der Identität beizutragen. Ja, kannst ja mal nach den Zähnen suchen, ne? Ein rostiger alter Schlüssel. Okay, wo hast du denn den jetzt gefunden? In der Hosentasche oder was? Naja gut, er hat ja noch eine Hose an, von daher. So, die Stiefel. Zwei leuchtend gelbe Gummistiefel. Wie ein Warnsignal für alle, die in die Fußstapfen dieses unglücklichen Wandersmanns treten wollen. Meistens, also oft sind diese Gummistiefel gelb. Also, es gibt schwarze, ich weiß, und es gibt in allen Farben, aber zum Beispiel, ja, ich habe auch ein paar Gummistiefel tatsächlich, und die sind schwarz, aber wir haben auch ein paar gelbe, aber ich kenne das eigentlich nur so, also so, wenn man so am Boot oder auf dem Schiff oder sonst wo ist, oder, ja, ich kenne jetzt kein gutes Beispiel, also zum Beispiel diese Friesennerze, also diese gelben Wasserschutzjacken hier, die sind ja, also die sind ja meistens gelb, aber ja, nee, also, ja gut, aber gelb ist eine Signalfarbe, ist schon klar, ich nehme die mal mit, ja. Die braucht er wohl nicht mehr. Sie haben ihren Dienst getan. Ja, wahrscheinlich. Bis zum Schluss. Ja. Baulich innen drin. Ja, relax. So. Die Stiefel eines Toten sozusagen. So, und hier ist noch ein Schild. Ich glaube, ich hoffe mal nicht, dass ich hier was übersehe, aber. Ja, was ist hier? Weil man muss im Spiel auf jeden Fall alles nutzen. Man muss alles finden. Ich frage mich, was das ist. Ja, ein Schild, oder? Oder wieder so ein Kasten. Ich weiß es nicht. Ach, wir. Verschlossen. Wieder so ein komischer Kasten. Ja, ich könnte mir schon fast vorstellen. Es ist nachher irgend so ein Portal-Dimensions-Rufknopf da drin oder sowas hier. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier leuchtet es so komisch. Okay. Und können wir zu den Pilzen oder geht es nicht? Pilze. Wie schön sie leuchten. Ja, sollte man sie lieber nicht essen, oder? Ich komme von hier leider nicht ran. Ja gut, du kommst nicht ran. Warte mal, was haben wir denn so in petto hier? Ja, wir haben jede Menge Krempel, aber ist nichts Wirksames. Und hier hat er mit dem Deckel hier was. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas mit dem Deckel noch machen. Bin mir echt nicht sicher. Oder können wir hier die Gummistiefel... Ah ja, gut, die Gummistiefel können wir einsetzen. Lust den Deckel. Okay. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Ah, da fehlt uns noch was hier. Okay, alles klar. So, gucken wir uns mal hier... Ja, so ein Kraftfeld hier, ne? Wie so eine Käseglocke. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. Irgendwas schimmert grünlich. Ja, es könnten fluoreszierende Pilze sein oder fluoreszierende Algen oder ja, was der Geier. Oder das könnte, na, Uran. Das ist ein alter Aberglaube, ne? Uran leuchtet nicht, also von daher. Es gibt auch fluoreszierendes Pulver oder sonst so was hier halt. Wir gucken mal. Mir ist schlecht. Ja gut, in dem Spiel hier ist es natürlich wieder die Radioaktivität, da ist wahrscheinlich ein kleinerer Atomreaktor da unten vergraben oder so. Ja, ihm ist schlecht, ja klar, weil das so schnell funktioniert mit der Strahlung, es sei denn, ihr müsst, keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, Strahlung ist tödlich und so weiter, wenn sie zu hoch ist und ob man es sofort merkt, weiß ich nicht. Ich habe noch keinen gesprochen, dem das widerfahren ist. Ja, das wünscht mir auch keinem hier irgendwie, dass man in eine Strahlung kommt. So, das ist nur noch er hier und die Pilze, der Kasten. Da das Schild, das Gerippe, das Boot. Betreten streckt Sensation gezeigt. Ja, gut, aber sonst können wir ja nichts, ne? Und so irgendwie selber was kombinieren, das geht halt auch nicht in dem Spiel. In manchen Spielen kann man ja dann so ein bisschen die Items aus dem Inventar holen so und dann kann man da ja
mit was machen. Ja, es geht hier halt wirklich nichts mehr. Ich werde nochmal anreden, aber das bringt ja nichts. Verzeihung? Ja, blub, blub, blub. Und weg ist er. Ja. Ja, wir wollen ja zurückfahren. Das ist ja. Wir gucken nochmal das Boot an. Gut, dass es wieder seetüchtig ist. Wer weiß, welche Abenteuer wir noch zusammen erleben werden. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt mit dem rostigen Schlüssel. Ah, ich weiß es. Der Schlüssel könnte in den Keller führen. Vielleicht. Aber die waren das. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. War das vielleicht der Großvater da von der Trude da oder wie die heißt? Und ja. Dass der da im Keller passt, der rostige Schlüssel. Ahoi. Ja. Wir haben das. Wie sieht das hier? Und so. Jetzt können wir nämlich hier schnell reisen. Was ist denn eigentlich das hier oben für eine Stadt hier? Das dürfte der Sumpf sein. Was ist das hier? Oder das hier? Ich guck mal, was das hier ist. Ich will's wissen. Zu Hause ist, wo das Herz ist. Ach, wir können wieder zum Sanatorium jetzt auch reisen. Okay, interessant. Ja gut, ob wir da nochmal irgendwas machen oder brauchen können, das ist die Frage. Es könnte aber auch sein, dass der Schlüssel hier irgendwo passt. Da wäre ich unsicher. Wieso unsicher? Ja, ist egal. Vielleicht hier. Ah ne, da oben war das. Was hatten wir da? Da war noch ein Grill und so weiter. Da war das Büro da oben drin. Ich weiß auch nicht, wo jetzt der Professor rumrennt momentan. Wir können auch nochmal in unser Zimmer sogar, da wo wir eingeschlossen waren. Aber am Tresen. Was können wir da? Können wir da nochmal in die Bücher gucken tatsächlich? Sanatorium Paradiso. Ländliche Erholungsstätte im Halb herrlich gelegen. Ja. Das haben wir ja schon, das kennen wir ja schon. Ja, die Leiter ist übrigens. Ah, ne, die ist ja. Wir gucken nochmal hier, ob man da nochmal was auf machen kann. Auf gar keinen Fall werde ich noch einmal da reingehen. So, ja, auch der Bruno hier oder wie er Kissen hat, aber jetzt weg, ja. Ach, wisst ihr was? Wir gucken einfach jetzt mal, da haben wir es abgeschlossen hier. Wobei es ja hier, wie gesagt, immer noch aussieht wie bei Rapture, ne? Ja, so von der Verzierung her und die Schrift und so, ne? Da ist der Doktor jetzt hier drin. Ja, da war das mit den vielen Büchern und hier mit dem Röntgenbild. Ich weiß gar nicht, ob man da nochmal was machen kann. Waren da? Ach, man kann es nur ausschalten. Das bringt also uns gar nichts. Okay. Und da draußen war der Grill. Kommen wir da überhaupt nochmal raus? Ne, wir können hier nicht mehr raus. Und da war das Bild. Ich weiß halt nicht, ob wir hier noch irgendwas brauchen hier drin. Hier können wir was machen. Mir ist gerade nicht nach einem Imbiss zumute. Jetzt sollst du die Fische oder was auch immer da drin ist nicht essen. Das ist ekelhaft. Warte mal. Ach, wir leuchten jetzt. Schau an. Mir ist jetzt gerade erst aufgefallen. Wir leuchten so komisch. Hat das was zu bedeuten? Sind wir jetzt radioaktiv? Ist, wo das Herz ist. Sozusagen verstrahlt? Wahrscheinlich. Ja, gut. Es ist... Warte mal. Beweg mal die Höcker ein bisschen schneller. Danke. Dann will ich hier durch wieder. Ja, also das eine hier, das ist Sanatorium da oben. Und dann gehen wir mal hier in die Stadt wieder. Jetzt wissen wir das nämlich jetzt, oder? So. Ah ja, da ist immer noch Party. Und wir müssen ja immer noch hier viel... Also vielleicht haben wir jetzt mehr Kraft durch die Radioaktivität. Ich probier's mal. Superman jetzt. Kommen Sie ran, der Herr. Wollen Sie noch mal Ihre Muckis testen? Ja, Dr. Probber, Meister Probber. So, na gut. Na gut. Nee, es ist nicht besser geworden. Okay. Naja, das war ja schon mal nicht so schlecht. Ja. Unter uns. Ein paar Vitamine würden Ihnen vielleicht ganz gut tun, ne? Immer dran denken, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ja, das habe ich ja schon gehört. Danke, das brauche ich nicht schon wieder. So, da können wir ja auch nichts mehr machen. Und ich weiß halt jetzt gerade nicht. Na, wir gehen mal ins Hotel da rein, in die Pension oder wie auch immer man das nennt. Ja, Pension, okay. So. Ja, Pension ist ja auch bei Beamten hier die Rente sozusagen. So, was können wir jetzt hier. Ah, jetzt können wir mit dem Schlüssel probieren. Oder können wir die Trude. Ich frage die Trude einfach nochmal erstmal. Trude? Professor, Sie strahlen ja richtig. Ja, jetzt stimmt. Ist was passiert? Was meinen Sie? Ach, schon gut. So, okay, Pfand. Ich hätte noch eine Frage. Ich hätte... Ja, natürlich.
Aha. Ah, wir können doch mal mit dem Bruder. Ach, der Bruder war das. Was können Sie mir über Ihren Bruder erzählen? Er trinkt gern. Und er ist nicht der Zuverlässigste. Wie Sie sehen, hat er mich einfach sitzen lassen mit all der ganzen Arbeit. Könnten Sie ihn beschreiben? Falls Sie ihm begegnen, meinen Sie. Groß gewachsen, Rauschebart, rote Nase und immer diese gelben Gummistiefel. Warum ja. Fragen Sie? Naja, ach, nur aus Interesse. Na, ich glaube, ich bin ihm begegnet. Ich sag mal das hier. Ach, nur aus Interesse. Falls Sie herausfinden, wo er steckt, bestellen Sie ihm schöne Grüße. Nee. Oder warte mal. Ich hätte... Ja. Kümmern. Ach, schon. Ja. Ich muss... Fühlen Sie... Ja. So. Ja, dann war das der Bruder hier. Das wollte nämlich... Ich habe immer gedacht, das wäre der Onkel oder so. So, wir können den Schlüssel hier einsetzen. Und schauen mal, was hier unten im Keller ist. Vielleicht... Passt perfekt. Horrorkabinett oder sonst sowas. So, und wo ist eigentlich das Mädchen hin? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Jetzt leuchtet es hier unten, ne? Ja, wir haben ja Licht eigentlich, Beverly, oder? Ich habe das Tor zu einer lang versiegelten Gruft geöffnet. Dem Keller des Gasthauses. Mein Abstieg beginnt. Ich ahne, wie sich Professor Liedenbrock gefühlt haben muss, als er in den Snifelsjokut herabgestiegen ist. Okay. Gut, Ich kann kaum etwas sehen. Leuchtet mir den Weg, Freunde. Ach so, ja, wir haben ja die Würmer eingesammelt, okay. Gut, dass er das automatisch macht. Jetzt haben wir 27, also es werden die Aufnahmen sein, dass wir 27 Aufnahmen gemacht haben. So, jetzt gucken wir doch mal. Die Treppe ist schon mal nicht sehr vertrauenserweckend. Also ich hätte da Angst, runter zu steigen ohne Handlauf, ja, tatsächlich. Generell, das Ding könnte ja jeder Moment einstürzen und der, wo das gebaut hat, der Konstrukteur hat hier ja auch, naja. So, hier geht's. Ne, das geht doch wieder hoch hier. Geht's denn hier? Ah ja, hier. So, und da geht's wieder ein Stück hoch, dann geht's wieder runter und es ist. Ach, da unten sehen wir schon was. Ein Fass mit irgendeiner Kiste drauf. Ist es vielleicht ein Geigerzähler? Keine Ahnung. Guck einfach mal. Trüberbroker feinste Trockenhefe. Ah, ja, stimmt ja. Da hat er unten angeblich Schnaps gebraut oder sowas. So. Nehmen wir uns natürlich mit die Trockenhefe. Und Trüberbräu-Pilzbier. Ah, kann man das? Ach, Mann. Ja, nee, es ist ein Kinderspiel. Man kann da ja nicht, ey. Naja. So. Was haben wir hier? Gerste? Malz. Ah, Gerstenmalz. Okay, alles klar. Nehmen wir mit. Jawoll. Ah, wir brauchen unser Bier. Ich sehe schon, das kommen, ja. So. Aha, noch ein Kanaldeckel. Ha, ich glaube, ich weiß, was das ist. Er baut sich mit den Schuhen mit den zwei Tonnendeckel, nicht Kanaldeckel, habe ich Kanaldeckel gesagt? Na, ist egal. Der baut sich da so eine Art Sumpfschuh sozusagen, wie Schneeschuhe. Bloß, dass er halt dann übers Wasser laufen kann, im Prinzip, und nicht ins Wasser steigen muss. Ne? So, da ist ein Zettel, wahrscheinlich ein Rezept oder was? Es ist ein Rezept für Bolzenschuss-Schnaps. Hab ich's doch gewusst. Streng geheim. Ich kenne das Spiel halt nicht, ne? Früchte, Malz dazu, Hefe zugeben, mit einer Prise Schlummermorchel abschmecken. Klingt ja einfach. Ah, der hat diese Pilze, von denen gewarnt wurde in der Zeitung. Die hat er da immer im Sumpf gesucht wahrscheinlich. Das war jetzt das letzte Mal, wo er eben, ne? Also da versunken. Top Secret, ja. Streng geheim. Obstmalz dazu, Hefe dazu geben, mit einer Prise Schlummermorchel abschmecken, ja. So, ich habe gedacht, wir könnten da umdrehen, das geht aber nicht, okay. Haben wir das Rezept jetzt irgendwie uns gemerkt? Achten, da ist die Destille. Da, okay, gucken wir mal. Erstmal Feuer machen. Okay, ja, erstmal Zutaten haben, dann Feuer machen und so weiter, hä? Ich brauche etwas, um das Gas zu entzünden. Ja, da reicht ein Funke normalerweise. Also wir brauchen irgendwas, um Feuer zu machen. Warte mal, Wer hat denn Feuer gehabt? Hat er in dem Spiel schon jemand ein Feuerzeug? Weiß es gar nicht. Weiß es echt nicht. Ist hier noch was im Raum? Nee. Da nur fast ging nichts, ne? Das war nur das Pilzbräu hier und so weiter. Da brauchen wir eigentlich nicht noch einmal hin. Ja, sonst war hier nichts. So, jetzt brauchen wir irgendwas zum Feuer machen. Ja, jetzt holen wir uns erstmal die Pilze, würde ich sagen. Eins nach dem anderen.
Ja, ich sehe schon wieder so den Folgentitel. Heute brauche ich, morgen backe ich und übermorgen fällt mir auch noch was ein. Also, er würde sich ja anbieten. Nee, das habe ich schon viel zu oft. Also. So, okay, was haben wir jetzt alles? Ja, Trockenhefe und so weiter. Es läuft wirklich drauf raus, dass wir wahrscheinlich den Schnaps brennen müssen. Vielleicht ist auch ein Treibstoff für die Maschine. Jetzt ist die Frage, kann ich eigentlich das Ganze triggern, dass ich da sofort irgendwie in diesen Schirm komme? Also in diesen Auswahlschirm meine ich jetzt natürlich. Hier ist hier vielleicht sogar schon. Nee, geht hier nicht. Okay, alles klar. Schade. Das hat sich jetzt gerade die ganze Zeit verschoben, dieses Klickfenster. Deswegen konnte ich ja nicht gescheit drauf eingehen. So, Zuckerwatte wollte er nicht, aber vielleicht wird man irgendwann darauf zurückkommen müssen. Warte mal, vielleicht können wir auch nochmal mit dem Alten da reden. Herr Tannhauser, alles in Ordnung bei Ihnen? Sie leuchten so schön. Sie strahlen so schön. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja, gut, okay. Haben Sie nochmal... Okay, nee. Es war mir... Bis bald. Ja, das tut jetzt jeder wahrscheinlich darauf anspielen, dass wir leuchten. Und hier können wir ja nicht schießen. Das ist ja ein Kinderschießdings hier. Ja, ich wüsste jetzt nicht. Aber eins nach dem anderen. Wir werden schon irgendwie an Feuer kommen. Sagt ja was zu uns wegen Strahlen. Ahoi. Okay, nee. Ich muss dann... Pass. Brauchen wir nicht weiter fragen hier. Ups. Ach, Mann. So, jetzt müssen wir ja wieder in die Übersicht kommen. In den Sumpf wieder zurück. So, und jetzt hier hinklicken, dann die... Ja. Damit könnte ich wahrscheinlich sogar über Wasser gehen. So, das möchte ich sehen. Ja, so die Wattschuhe hier. Das soll einfach verhindern, dass man nicht einsinkt, sozusagen. So. In den Stiefeln des Toten. Ja, jetzt hat er sie rausgezogen. Warum? So, lass nochmal gucken. Pilze. Ja, Pilze. Ja, das sind giftig. Erstmal hier Rekord. Wie bekannt, erfreuen sich einige Pilze wegen ihrer halluzinogenen Wirkung in vielen Landstrichen der Welt traditionell großer Beliebtheit. Sei es zur inneren Reinigung, zum Erlangen metaphysischer oder mystischer Einsichten oder um mit den Göttern, dem Universum selbst in Kontakt zu treten. Auch im beschaulichen Trüberbrook scheint dies der Fall zu sein, wo man insgeheim die Schlummermorchel verehrt. Oder um sich vielleicht umbringen zu wollen oder so. Ja, nee, Pilze sind mir immer suspekt, also... Ja, also... Ich gehe nie selber in den Wald und hole mir da Pilze. Nee, da bin ich viel zu schisserhaft, die dann nämlich dann auch noch essen zu wollen oder so. So. Ja, die sind violett, wow. Was für ein Effekt, aber trotzdem, wir haben immer noch kein... wir haben immer noch kein Feuerzeug. Soll ich darüber warten? Wahrscheinlich verlieren wir jetzt dann die Stiefel sowieso, weil wir sie nicht mehr brauchen. Könnt ihr mir vorstellen, also in vielen Spielen ist es so. Ah, jetzt habe ich gar nicht mehr... Ah, vielleicht hätte ich ja noch was sein können auf der Insel. Ne, ich teste es jetzt gerade nochmal, ob wir die Stiefel jetzt weg haben oder ob wir die dann wieder haben. Ah, wir haben es immer noch. Also es könnte ja noch was hier drüben liegen. Ich gehe nochmal rüber. Nur um nochmal, weil ich habe jetzt tatsächlich nicht geguckt, ob hier noch was ist. Weil, wie gesagt, hin und nach ist hier irgendwo ein Feuerzeug versteckt oder so. Was wir hier brauchen. Sag ich mal, haben wir hier noch irgendwas, was wir x'en können? Ne, was heißt x'en? Also, damit meine ich natürlich hier... Ja, man hätte auch hier locker rüberspringen können, oder? So, also hier ist definitiv... Ups. Wenn ich mir den Kollegen hier angucke, bleibe ich wie Großmutter immer gesagt. Ja. So, wir gehen wieder zurück. Ich hätte ja fest gedacht, wir verlieren die Stiefel, wenn wir sie nicht mehr brauchen, weil es oft so ist. Dass die Gegenstände auf einmal so mir nichts, ja nichts, wenn wir sie nicht mehr brauchen, aus dem Inventar verschwinden. Finde ich auch eigentlich ganz gut so, dass man da nicht so auf dumme Gedanken kommen muss hier oder, naja, was halt nicht mehr notwendig ist, ne. So, also jetzt gucken wir nochmal nach. Wir haben jetzt die Zutaten für den Schnaps. Was wir halt noch nicht haben, das ist ein Feuerzeug. Ich weiß halt wirklich nicht, ob man da noch irgendwie...
Warte mal, wir können hier... Hä? Habe ich das mit dem Rekord gemacht? Weiß ich gar nicht. Ich mach's nochmal. Dazu hatte ich schon... Achso, ja, danke. Dann wird es mir den wiederholen. Währenddessen kann ich mal etwas trinken. Legendären Trüberbrucker Exemplar. Aus der Nähe betrachtet überrascht es mich nicht, dass der Aberglaube von einem Seeungeheuer in dieser Gegend so verbreitet ist. So, okay. Da konnten wir nichts. Nee, das konnte man nicht. Dann gehen wir mal zurück mit dem Boot. Ich möchte mal nochmal an das Ahoi. Kiosk. Ja, ahoi. Ich möchte jetzt nochmal hier ans Kiosk. Wo ist denn das Kiosk hier? Ja, die Frage ist, wozu brauchen wir dann eigentlich dann das Gummitier hier? Das haben wir ja immer noch. Ach ja, und das Baumhaus können wir auch noch. Stimmt. Ich frage die Tussi jetzt mal, ob die vielleicht ein Feuerzeug verkauft oder so. Weil wir wissen ja, woraus hinausläuft. Dass wir den Schnaps brauen müssen da. Hey, Sweetheart. Guten Abend. Sweetheart. Haben Sie Feuer? Haben Sie Feuer? Sicher, hier. Ah. Danke. Auf Wiedersehen. Ich muss weiter. Ja, nur um das mal zu sagen, ich rauche natürlich nicht, ne? Ja, dass die hier nicht denkt, dass ich jetzt hier zündeln will oder mehr oder rauchen möchte oder sonst sowas. So, das Eis, da brauchen wir alles nicht mehr eigentlich im Prinzip. Ja, das ist ja jetzt ganz einfach gewesen mit dem Feuerzeug, ne? Ja, das bedeutet eigentlich, ups, nee, da nicht. Kann man diese blöde Übersichtskarte nicht eigentlich von Hand aufrufen? So, ja. Warum man nicht einfach hier dann nämlich, weil da kommt man dann zwar immer den Bildwechselschirm, aber ja, es ist auch okay, aber trotzdem. Manchmal wäre es anders vielleicht besser. So, was können wir dann jetzt eigentlich hier alles abfackeln? Vielleicht, ja, wir können hier wahrscheinlich gar nichts abfackeln. Warte mal, brauchen wir ja doch irgendwie Zucker oder sowas? Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es Zuckerwatte. Okay, nee, doch nicht. Hätte ja sein können. Ja, und das hier ist die... Mit der kann man überhaupt nicht mehr interagieren. Okay. Zwei, diese Schwester hier. Von der anderen her. Gut, dann gehen wir mal wieder in die Pension und in den Keller. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, wir haben alles für den Schnaps. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen hier an der Stelle einen Cut rein. Und schauen dann mal das nächste Mal, wie das mit dem Schnapsbrennen dann funktioniert. Ob es funktioniert oder nicht. Oder was eben noch so kommt. Also drum, bleibt dran, wenn es euch interessiert. Und ich danke euch erstmal fürs Zuschauen wieder. Und bis dann, euer Lego. Ciao, ciao.